So, wieder eine Reaction auf einen Teilnehmer außerhalb der JCC, der ausgeschieden ist. So, der zweite Halbfinalist, der ausgeschieden ist, von zwei Flow mit Kunstmalerei. Und das ist ein Feature mit Kay Butters. Und ja, der Song wurde sehr, sehr stark geklickt und auch gut bewertet. Ich weiß auch, ein Like, ich weiß nämlich, was das für ein Song ist, den habe ich nämlich schon gehört. Ja, los geht's. Hallo meine Freunde, heute haben wir einen Track, der komplett ernst gemeint ist. Das klingt ein bisschen nach Reportagen. Kein Fun-Track, es geht um Kunst. Also war das Intro, war das die ersten 11 Sekunden, war das Reportagen? Hört sich extremst so an. Deine Mutter ist drei. Ja, jetzt wissen wir es, meine Mutter ist 3 Jahre alt. Ich guck grad in den Spiegel und muss sagen, ich bin unfassbar breit. Komm in. Es fängt schon richtig geil an, Alter. Zu nah, ich hab ne Kobra, die beißt und für den Weltuntergang halt ich nen Bunker bereit. Ich halt die Hunde geleint. Ich hab mich geschnitten, aber mittlerweile ist doch diese Wunde geheilt. Wisst ihr, das ist den ganzen Song so. Er reimt alle Silben, also die Ende sein, jedes Ende seiner Lines ist ein Reim auf Kunstmalerei. Das ist krass, Alter, dass der das so durchzieht. Wobei, deine Mutter ist drei, reimt sich nicht wirklich auf Kunstmalerei. Aber ja. Meine Mutter ist drei. Schwul an das Mike und ich mach mich mit meiner Fußmatte auf deiner Sprungschanze breit. Ich schreibe meine Brust, wasse mit Wundsalbe ein. Wie geil er das betont, Alter. Und fahre dann zu deinem Fußballverein. Sieh, wie ich für das Image anstatt dort Fruchtsaft an die Kundschaft verteil. Der Umsatz steigt, ich hab hunderte Likes. Du kannst sehen, wie ich mit Schusswaffen schmeißt. Aber ab und zu verschwende ich an der Bushaltezeit. Doch scheiß. Sehr interessanter Song und auch das Video ist schon sehr eigen. Ich zieh an dir mit meinem Mustang vorbei und fahr gegen einen Stein, Schuhmacher-Style. Naja, aber ist der gegen einen Stein gefallen? Der ist gefahren. Ich glaube, der ist ja gegen den Stein geflogen mit dem Rücken voraus. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der das so macht. Der hat den Truthahn dabei. What? Auf der Tourseite 3, oh, hab einen Truthahn dabei. Du sagst, das ist Schlusslaberei, doch die Welt ist noch nicht für so Mucke bereit. Ich war auf der Tourseite 3, oh, hab einen Truthahn dabei. Du sagst, das ist Schlusslaberei, doch die Welt ist noch nicht für so Mucke bereit. Okay. Wünscht mein Hund, wie dumm kann man sein, wenn du meine Mucke nicht teilst, bist du schuld an meinem Leid. Sieh, wie ich an deiner Eingangstür Hundskacke oder Luftballons reib. Ich cool, dass ihr so Untergrund seid. Feier ich. Meine Freundin ist unnormal geil. Deine ist unscharf wie ein Hai, Mann. Penis ist länger als die. Deine ist unscharf wie ein Hai. Deine ist unscharf wie ein Hai, Mann. Penis ist länger als die Zugwartezeit. Deiner ist unfassbar klein und du funkelst vor Neid. Bruder, wenn sein Penis länger ist als die Zugwartezeit, Alter, der muss ja ein richtig Koloss sein. Alter, sein Penis muss größer sein als das Wurj Khalifa. Das scheiß auf World Trade Center. Sein Penis muss länger sein als das Wurj Khalifa, Alter. Die chinesische Mauer muss ein Witz dagegen sein. Ich war auf der Zuseite 3, oh, hab einen Truthahn dabei. Du sagst, das ist Schlusslaberei, doch die Welt ist noch nicht für so Mucke bereit. Ich war auf der Zuseite 3, oh, hab einen Truthahn dabei. Du sagst, das ist Schlusslaberei, doch die Welt ist noch nicht für so Mucke bereit. Du siehst ein breites Lächeln, während ich auf dein. Butters. Nicht für so Mucke bereit. Siehst ein breites Lächeln, während ich auf deinen Kunstrasen schreie. Wie kann man so ein Untermensch sein?
Du siehst mich, wenn ich auf deinen Kunstrasen scheiß. Gay Butters! Wie kann man so ein Untermensch sein? Das startet schon richtig geil und den auf der Maske wunderschön. Ein Dislike zeigt dir keine Undankbarkeit, denn es ist trick, sich das hier reinzuziehen wie ungerade Leid. Okay. Was für eine Dummlaberei. Eins ist sicher, ich mag Leipziger Jungs allerlei. Benutze ich ein Kondom, mach dich für'n Unfall bereit. Ich geb dir so lange Cock, bis die Dunsthaube reißt. Okay. Oh, es geht jetzt um Flair. Ich seh ne Karotte. Bist du ein Otto, weil du nicht mal weißt, wie bei den Simpsons der Busfahrer heißt. Ah ja, das, da habe ich die Reaktion von Jay drauf gesehen. Ja, wie Jay das so verkackt hat. Übrigens, für die, die es nicht wissen, der Busfahrer von den Simpsons heißt Otto. Du bist so ein Otto, weil du nicht mal weißt, wie von den Simpsons der Busfahrer heißt. Ja, Otto. Ich bin Mew, ich leg dich Glurak auf Eis, Flow und Butters out of space wie ein Urkleidestein. Ach geil, sogar Pokémon kommen in den Song vor, also ja, der Song hat auf jeden Fall mein Like verdient. So, und nun ist es Kunst. Grüße gehen raus an Thaddäus. Okay, das war Kunstmalerei von Flow und G. Butters.